Igor? Wollen wir ihn Igor nennen? Igor der Schneemann. Das ist ein guter Name. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. Und heute sind doch die Temperaturen mehr als angenehm. Und ich hoffe, es wird nicht ganz so chaotisch wie beim letzten Mal. Wir werden uns jetzt als erstes, würde ich mal sagen, um die Boots of the Comet kümmern. Und viele von euch haben gesagt, es ist völlig Banane, was für eine Haltbarkeit das Ganze hat. Macht eigentlich auch Sinn, denn wir sehen jetzt hier gerade, die Haltbarkeit geht immer so von 350 bis letztlich fast auf 0. Und dann sollten wir doch eigentlich auch unsere hier abgeranzten Schuhe benutzen können. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Wir brauchen jetzt aber als erstes den Stabfokus Frost. Und vielleicht bräuchten wir mal ein Fenster, was nicht die ganze Zeit auf und zu geht. Ich hoffe mal, das knallt hier nicht wieder gegen meinen Schreibtisch. Denn ich habe hier gerade ordentlich Durchzug. Und damit das hier so ein bisschen runterkühlt. Okidoki, dann würde ich mal sagen, holen wir uns ein bisschen Schnee, denn wir brauchen hier solche Schneeblöcke. Drücken wir mal J. Ja gut, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich glaube, irgendwo in die Richtung. Wir müssen noch mal kurz gucken, haben wir denn genügend noch im Jetpack? Jawohl, alles easy going. Dann müssen wir jetzt mal hier auf die gute alte Schneejagd gehen. Ich check noch mal ganz kurz. Brauchen wir denn sonst noch irgendwas? Wasserkristallbündel? Oh oh, warte mal, wie kriegte man das noch mal? Das hatten wir schon mal nachgeguckt. Ich bin mir aber einfach nicht mehr sicher, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert hat und ob wir das nicht sogar schon mal... Achso, okay, alles easy. Das passt. Das ist gekauft. So, da oben sehe ich da vorne nicht sogar schon Schnee? Oder sind das Kuchen? Das wär's. Nee, 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 das sieht gut aus. Kann ich euch jetzt einfach so abbauen? Nein, das funktioniert scheinbar nicht. Wie kriege ich denn jetzt den blöden Schnee? Weil hier kommt auch kein so ein Schneeball oder sowas raus. Man bräuchte vielleicht so eine Schaufel mit Dingens, ne? Ich krieg da auch einfach kein... Warte mal, ups, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich das irgendwie so abbauen? Nee, dann kriege ich da auch nichts raus. Vielleicht mit der Schaufel? Oh yes, das funktioniert. Zack, wunderbarski. Da sieht man mal wieder, ich bin ein absoluter Minecraft-Experte. Oh, oh, und haben wir uns gesnackt. Ich bin gespannt, ob wieder irgendjemand in die Kommentare schreibt, benutzt dafür die Schaufel. Weil da hätte man das Video nur ein paar Sekunden weiter gucken können. Und dann hätte man das auf jeden Fall rausbekommen. So, jetzt gönnen wir uns hier die Schaufel. Ist der absolute Wahnsinn. Wir holen uns hier sofort den ganzen Kram, den wir benötigen. Und da unten ist doch auch etwas, was wir uns mal snacken können. So, holen wir uns hier nochmal ein bisschen AR aus dieser Nodie raus. Ich glaube, wir haben jetzt sogar schon genügend Schneebälle. Zack, zack, zack. Und dann haben wir doch Schnee. Wunderbar. Das nehmen wir uns direkt mal ein bisschen mehr mit. Weil dann könnten wir sogar eigentlich einen Schneegolem craften. Denn dafür braucht man doch nur, glaube ich, zwei Schnee. Und dann einmal einen Kürbiskopf. So, Kürbisköpfe suchen wir jetzt nicht mehr, denn wir können schon direkt wieder nach Hause. Ach, Leute. Es ist sowas von angenehm. Ich hatte heute Morgen auch einen Tweet abgesetzt, wo ich so ein bisschen darüber getalkt habe, weil viele sagen ja immer, oh, es ist zu warm, oh, es ist zu kalt und nie ist es wirklich richtig. Und ich habe immer gesagt, wenn es zu kalt ist, ist es ein bisschen nervig, aber 27 Grad sollen es heute in Köln werden. Und das ist eine super Temperatur. Selbst 25 Grad finde ich noch super angenehm, weil dann ist es am Nachmittag bzw. am Mittag ist es schön warm, aber es wird nachts halt, kühlt das eben auch so ein bisschen runter. Und das finde ich ist einfach mehr als angenehm. Fenster, jetzt hör auf, Bananas zu gehen. Kristallbündel. Okidoki, gönnen wir uns mal ganz kurz. Vielleicht haben wir das sogar schon mal gecraftet. Boah, habt ihr das jetzt gerade mitbekommen? Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, was hier gerade passiert. Irgendjemand ist hier gerade verdampft. So hörte sich das zumindest an. Nun gut. Crafting Station. Ja, ich weiß, ich crafte immer noch nicht in meinem ME-System. Aber wir sind halt oldschool. Weißt du, im ME-System craften, das kann jeder. Aber hier... So, Kristallbündel. Perfekt. Und dann brauchen wir noch den Stabfokus Frost. Dazu brauchen wir die Wasserscherben. Die haben wir schon. Nederquarz. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Warte mal, einen Diamanten. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns das vielleicht sogar alles schon mal gecraftet haben. Warte mal, ich gebe mal kurz Frost ein. Ne, haben wir nicht. Dia? Haben wir noch ein Dia hier am Stissel? Ne, haben wir leider nicht. Aber wir haben ja großzügige Spenden erhalten in der Zeit, wo wir weg waren. Hier, wie viele Federn das einfach sind. So, einmal die Dias. Leider habe ich hier oben kein Crafting Table. Das macht mich doch hier. Perfekt. Den brauche ich aber auch gar nicht. Mann, wir müssen uns auch auf jeden Fall nochmal ein Mini-Me machen. Es kann ja nicht wahr sein, dass diese ganzen armen Minimis da keinen Skin mehr haben. So, Quarz. 7, das reicht auch. Das finde ich doch
sehr sympathisch. Dann müssen wir die hier, glaube ich. Oh oh. What was that noise? Something is behind you. Das wird uns, glaube ich, auch noch das komplette Let's Play über begleiten. So. Brauchen wir nochmal hier ein bisschen was drin. Und dann haben wir sogar den Stabfokus Frost. Jawohl! Dann haben wir bereits alle Items, die wir benötigen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, perfekt. Dann brauchen wir jetzt nur noch mal hier diese ganzen Sachen. Da muss ich noch mal gucken. Ich glaube, dieses Jellum haben wir nicht. Hm, checken wir mal ganz kurz. Aqua. Aqua müssen wir haben. Okay, das ist nicht Aqua. Komm schon, wenn hier draußen kein Aqua steht. Da ist Aqua. Okidoki. Dann checken wir das nächste. Jellum. Oder Gellum, wie man das auch gerne aussprechen möchte. Würde ich jetzt mal so spontan sagen, haben wir nicht. Dann gucken wir noch mal, ob wir Ether haben. Ether war, glaube ich, nee, nur noch 13 Ether. Die nehme ich mal mit. Haben wir hier noch mal ein bisschen. Nee, Ether scheint ausverkauft zu sein. Wir müssen uns dann noch mal so ein bisschen drum kümmern. Guck noch mal hier kurz rein. Nee, ihr geht einfach nur völlig bananas weh. Ihr hebt mich hoch. Hier ist noch mal ein bisschen Ether. Nee, das sieht schlecht aus. Und dann brauchen wir noch mal ein bisschen Motus. Das ist... Du bist nicht Motus. Glaube ich zumindest. Gucke ich mal, was wir denn überhaupt für Jellum. Das haben wir noch nie, glaube ich, in irgendeiner Weise hergestellt. So, Gellum. Wo bist du, Gellum? Da. Schneebälle! Oh, crap! Ja, warte mal, aber dann gönnen wir uns so einen kleinen Golem, würde ich mal sagen. Dann gucke ich mal, dass ich hier nochmal einen Kürbiskopf herbekomme. Och, Mann! Tür, Fenster, chill deine Basis. Kürbis. Kür. Perfektamente. Brauchen wir nur einen von. Haben wir denn noch Zäune? Nee, Holz. Das sieht... Doch da, Großholzstamm. Den werden wir jetzt einfach mal verarbeiten. So, zerbig, knackig. 1, 2, 3. Warte mal. Ging der Zaun? Oh, nee, jetzt mache ich hier gerade Falltüren. Zaun. Vielleicht hätte ich auch mal Zaun dort hier eingeben sollen und nicht Zäune. Ja, wir haben hier 9 Stück. Das würde sogar eigentlich reichen. Aber ich mache trotzdem noch mal ein paar. Dann brauchen wir zunächst ein paar Stickleronis. Ach komm, verkloppen wir die sofort. Haben wir hier noch mal ein bisschen davon. Zack, zack, zack. Oh, jetzt fährt hier gerade irgendwo ein kleiner Laster durch die Gegend. So, 41 ist gekauft. Packen hier den ganzen Schund noch mal weg. Zack, die Erde. Dann kann ich doch rein, theoretisch. Ja, das könnte ja ein Freund von Minimi-Paluten werden. Aber hier ist schon alles... Oh, okay, hier ist alles ein bisschen zu voll. Was ist hier alles drin? Mann, ich kann die Sachen auch gar nicht... Die kann ich alle gar nicht aufsammeln, so viele sind das. Dann werden wir hier vorne... Könnten wir den in den Schneegolem mal platzieren? Aua! Hier vorne ist einfach... Vielleicht sollten wir auch mal Minimis Palutens Hütte so ein bisschen ausbauen. Was ist hier alles drin? Ah, hier sind die Nether-Sterne von Debitor. Dann können wir das mal wegmachen. Zack. Und dann kommt er einfach hier hin. Da in die Ecke, das passt perfekt. Warte mal, der braucht doch so ein Einmal-Ein-Ding, oder nicht? Mach ich das letztlich. Zack, 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 zack. So. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich habe nämlich noch nie in Minecraft einen Schneegolem gespawnt. Ich hoffe mal, dass das klappt. Jawohl! Guten Tag, Sir. Ich hoffe mal, ich kann jetzt... Okay, das war ein bisschen blöd. Kann ich den Boden unter Ihnen jetzt einfach so abbauen? Tatsächlich. Ja, das klappt doch wunderbar. Das ist nice. So. Ach, warte mal, ich brauche ja nur die Schneebälle. Ich glaube, dazu sollte ich aber eher eine andere Schaufel nehmen als meine jetzige, oder? Aber ich mache noch mal ein bisschen. Für ein paar, für ein, zwei Schneebälle zumindest. Zack. Kann ich die alle aufsammeln? Ach, weil die so komisch, die stacken nicht so gut. Das ist ein bisschen schade. So, gönnen wir uns hier noch mal ein bisschen was. Und dann ab mit dir, damit wir jetzt hier gleich mal ein bisschen Hellum haben. Hier haben wir sogar auch noch voll viel Kram drin, den wir jetzt so gar nicht abschöpfen können. Ich konnte doch irgendwie, ich glaube, mit dem Zauberstab konnten wir das wegmachen? Ich möchte das nicht, was da drin ist. Hä, das ging doch mit Shift oder so. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was brauchen wir denn jetzt hier gerade nicht? Eigentlich brauchen wir alles. Und was wir nicht brauchen, sind die endlosen Items in unserem Inventar. Mal das wegkommst. So, dann packen wir das weg. Zack. Die Schneebälle brauchen wir noch. Ledersterne, Diamanttruhe können erstmal weg.
Wasserscherbe. Diamanten ebenfalls, Federn, Gold. Wo kommt denn schon wieder dieser ganze Müll her? Das ist doch skandalös. So, dann ab wieder holprig nach oben. Und dann müssen wir das hier irgendwie mal abschöpfen. Haben wir denn draußen vielleicht irgendwas, was leer ist? Hallo? Entschuldigen Sie? Ist hier irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Oh, Alter! Oh, Goddammit! Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Draußen war eine Taube. Was viele nicht wissen, bei Felix... Oh, da ist ja sogar noch ein bisschen Modus. Ist eine Taube irgendwie auf dem Balkon gestorben. Wahrscheinlich wegen der Hitze oder so. Die hat nicht genügend getrunken. Dementsprechend ist sie dann wahrscheinlich irgendwie abgenibbelt. Das war auf jeden Fall ziemlich krass. Man sagt ja auch immer, dass Tauben irgendwie... Oh, das Eater! Ja, nice, das passt doch perfekt. Dass Tauben irgendwie die Ratten der Lüfte sind. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Aber, weiß ich, Tauben sind mir irgendwie nicht so sympathisch. Warte mal, das kann ich mal wegnehmen. Denn wir haben hier drin ja noch einen Census mit 41. Dementsprechend können wir dich einmal kurz leeren. Dann haben wir noch mal ein bisschen hier was für Eater. Nee, für Eater nicht, sondern hier für Vakus. Kommt das mal weg. Oh, jetzt ist da der blöde Baum. Mal, dass du wegkommst. Ah, man braucht ja nur die Faust. Ah, da ist Rellum. So, das kommt auch erstmal weg hier. Ich glaube, ich hole mal von draußen das Eater. Das müsste hier irgendwo in der Ecke gechillt haben. Eater? Nee, du bist Tellum. Wo ist denn Eater? Ach, Eater hatte ich bereits in der Hand. Ja, gut, hab ich gesagt, dass ich kein Schusselkopf bin? So, Eater, komm. You feel oddly drained. Was ist da schon wieder los? So, ich möchte kein AR, dankeschön. Nein, das möchte ich immer noch nicht. Nein. Wir könnten hier eigentlich nochmal die restlichen Schneebälle reinwerfen. Oh, davon haben wir schon 16. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Artefakte, nee. Taumik Esoteria. Brauchen wir 25 und 25 Hellum. Wie viel haben wir denn in Sachen Eater? 21, crap. Ich glaube, Eater war für die Boote, ne? Ich schaue nochmal schnell nach. Aber ich glaube, das müsste für die Boote sein. So, Eater. Ja, Boot. Das sollten wir eigentlich dann mal schnell wiederholen. Damit wir das da auch nochmal voll machen können. Boot. 36 Boote. Ach ja. Ich bin früher immer sehr, sehr gerne, wenn man irgendwie im Urlaub war, so Tretboot gefahren. Das war immer ganz cool. Auch wenn es ein bisschen anstrengend war, muss ich ja zugeben. Aber es hat immer Spaß gemacht. So, Motos haben wir hier noch. Was ist das hier? Vakus. Ich bräuchte eigentlich mal wieder ein paar Gläser, aber vielleicht... Oh, warte mal. Vielleicht habe ich ja Glück und habe noch... falsche Richtung. Sorry. Essentia. Hier habe ich noch mega viel Essentia-Gläser drin. Von Venomum. Warte mal, die kann ich doch alle mal mitnehmen. Was hab ich denn immer mit dem Venomum gemacht? Panos, Meto, Terra gefühlte 20.000 Mal da drin. Permutatio, Metallum. Ja, das kann ich auch nochmal weg. Da kann ich die mal alle hier schön gepflegt leeren. So, komm her. Bist du einmal geleert. Bist du jetzt einmal rausgeslurpt. Was hatten wir hier noch? Nochmal dieses Venomum. So, zack. Und dann habe ich doch wieder drei Gläser. Dann passt das auch. So, kommt her hier. Einmal Rellum. Perfekt, dann haben wir das auch schon mal fertig. Können wir die schon mal hier weglegen, damit das geleert wird. Aber braucht auch niemand. Da oben auch nochmal. Gib mir die Sachen, die ich brauche. Aqua, nee, danke. Da ist Eater. Perfekt. So, jetzt läuft wieder alles schon mal. Obwohl, den kann ich eigentlich schon mal weglegen. Weil jetzt haben wir 6. Und dann kann ich die da rausholen. Und dann haben wir Eater jetzt auch schon zu Genüge. Dann fehlt eigentlich nicht mehr viel. Um genau zu sein, fehlt dann eigentlich nur noch Motus. Die gute alte Bewegung ist die Übersetzung davon. Ups, nee, Motus wollte ich jetzt so gar nicht nachgucken. So, hier. Ich glaube, war Motus nicht sogar die Federn? Nee, eine Falltür. Falltüren müsste ich bestimmt auch noch in meinem System haben. Fall. Jawoll. Wir sind einfach perfekt vorbereitet. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh, da ist sogar noch ein bisschen mehr drin von Eater. Dann gönne ich mir das doch mal. Klopp hier die Falltüren rein. Und dann machen wir Motus auch nochmal voll. Und dann läuft der Vogel. Dann passt das. Da kommt's doch schon. So, du kommst mal weg. Du da oben auch. Wer macht denn hier oben immer Türen auf und zu? Mr. Schneemann. Dich nenne ich. Wie könnten wir unseren Schneemann nennen? Schreib das mal gerne in die Kommentare. Igor? Wollen wir ihn Igor nennen? Igor der Schneemann. Das ist ein guter Name. Igor,
Perfekt. Du bist ab sofort unser offizieller Schneemann. So, Motors. Das würde, glaube ich, schon wieder sogar reichen. Ach Mensch! Ich weiß, das sieht man hundertprozentig immer in der Facecam, wenn das Fenster dagegen ploppt. So, Motors. Ja, perfekt. Dann holen wir uns das doch mal. Zack. Dann essen wir vor allem mal wieder was. Ich habe auch mega Hunger. Ich muss auch unbedingt heute noch einkaufen gehen. Weil mein Kühlschrank ist, abgesehen von Senf, bisschen Ketchup, glaube ich, und Tomatensauce, komplett leer, weil wir eben die lange Zeit nicht da waren. Und dann kann man da natürlich nichts drin haben. Sonst explodiert das. Sonst gibt es Tode hier. Schnee haben wir auch. Und dann passt das. Und ich würde mal spontan sagen, meine Damen und Herren, das werden wir in der nächsten Folge losslurpen. Direkt schön die Stiefel des Kometen craften. Und dann sind wir Wieselfling, können auch über Wasser gehen. Dann sind wir sozusagen der freaking Jesus der Minecraft-Szene. In diesem Sinne, Leute, wesentlich besser hat das Ganze doch heute funktioniert, sodass wir uns alle Sachen geholt haben, die wir benötigen für die Stiefel. Ich hoffe mal, das klappt auch mit den Beschädigten. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. Haut rein, ciao, ciao!